Also, es handelt sich ja hier bei dem Instrument in erster Linie um ein Instrument, ja. Und man kann damit mehr oder weniger reine Töne erzeugen. Und wenn ich jetzt so mache, das wäre dann G, ist natürlich jetzt nimmer. Auf jeden Fall, was man halt beachten muss, ist interessanterweise: Oktav ist immer die halbe Länge. So, das ist schon mal klar. Ah, so sind dann auch die anderen Intervalle definiert. Das wäre dann das Herz. Quart. Ja, soweit klar. Und wenn ich alle eine Endchen von verschiedenen Tonlagen spiele, kann ich genauso gut machen. Adaptiert immer auf den Grundton. So, das ist dann der Bauch vom Violinschlüssel. Ist ein G normalerweise. Man kann auf dem Notenblatt anbringen, wo man will. Yep. Und wie gesagt, die ganze Notenschrift, die ist eigentlich eher fürs Klavier gemacht. Und sie hat je nachdem, nicht wie viel Kreuz oder B, sondern je nach Grundton. Nimmt's gehört das komplett anders wahr. Jetzt, das sollte man normal auch schon 6. Klasse Hauptschule oder 7. Klasse. Aber egal, jetzt mal so. Jetzt passiert was Interessantes. Jetzt kommt nämlich die Resonanz. Sieh, die Seite springt mit. Man wird dann denken, da scheppert halt Holz. Apropos, ja, genau. Da scheppert, also wenn die Temperatur sich ändert, verzieht sich nicht mehr das Holz, da ändert sich auch die Luftdruckschwankung und damit Schwingfrequenz von der Seite. Ja, und jetzt kommt, nochmal hier machen. Schwingt nicht so stark mit. Hier schwingt es auch nicht so stark mit. Hier auch nicht. Quarte. Das hört man nicht, das ist ein bisschen mehr. Wenn ich hingegen so mache. Das wäre dann ein Terz. Man kann es jetzt halt ein kleines Terz. Kleines Terz ist ein bisschen dissonant, oder? Hört man dann. Man hat jetzt nicht gemerkt, dass es schwächer schwingt. Aber das ist die Obertonresonanz. Man kann dann auch, was weiß ich, mache. Was machen wir denn jetzt? Ja, die sind jetzt alle Grisse. Mal hier C. Ach, lass mal das. Ich erkläre jetzt, wie man es programmiert, dass man den Resonanzeffekt in Software nachbildet. Also quasi eine Frequenztransformation. Wir hätten hier T und hier, wie nennt man es? Amplitude. Und da hätte man hier irgendwie Scheißsignal. Das geht natürlich nicht. Egal, nochmal. Ja, das ist jetzt dann halt mal so das Signal, irgendein Scheiß. Ja. Und jetzt haben wir mal hier das Signal. Jetzt sehen wir mal hier den Abschnitt raus. Jetzt zeichnen wir das mal ab. Mal die Stelle. Jetzt haben wir mal hier ein Sample je Zeit und da ein Sample je Zeit. Und jetzt haben wir mal einen schönen Ton. Nennen wir mal das hohes C. Das sieht dann ungefähr so aus. Ja. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir wollen jetzt wissen, inwiefern diese Amplitudeschwankung, Signal, also in der Frequenz, in dem hohe C die Resonanz anregen wird. Da bildet man einfach die Differenz zwischen dem und dem. Also quasi dann minus, ja, und das, die Amplitude, verwenden wir jetzt für diese Frequenz. Und lasse diese an der Stelle nachhallen. So. In das separate Buffer, der vorher erklärt worden, nicht ins eigentliche Signal. Kann man auch machen, das hört sich dann halt an, aber man kann damit nicht gescheit erkennen. Man hört dann schon, dass es stärker anspricht, aber es ist halt noch das Originalsignal drin. Ja, und das macht man jetzt an der Stelle, an der Stelle, an der Stelle, an der Stelle und addiert einfach immer diese Differenz kann auch in die Richtung und das kann in die Richtung gehen. Je Signal zu Vorgängersignal ist immer die Amplitude von dem, was dann da nachhallt,
immer wieder wird addiert. Addieren in Buffer. Und zwar eine 20. Sekunde lang. Eine 20. Sekunde. Man kann auch 10. Sekunde nehmen. 40. Sekunde wäre wahrscheinlich nicht mehr so geschickt. Irgendwann geht es dann halt auch nicht mehr so genau, je nach Signalauflösung. Signalauflösung, das klingt so klugscheißerisch. Ist aber voll billig. Ja, man kann es auch 5. Sekunde Block machen. Ist egal, geht alles. Egal wie lang. Ja, dann hat das Ding ja irgendwann, wenn man die summiert hat, sieht es dann irgendwie so aus, dass es dann irgendwie immer weiter hochgeht, weil es immer an eine andere Position kommt. Und das ist jetzt der Buffer. Das ist im Buffer. Und da guckt man dann auf das und auf das. Also man fährt gewissermaßen da durch und guckt, wo ist der maximale Ausschlag nach oben und wo ist der maximale Ausschlag nach unten, nachdem man es summiert hat. Was mache ich da? Das ist Iteration, Inkrement. Ja, und dann hat man für dieses, ich weiß gar nicht, was es jetzt ist, für diese Frequenz, die Frequenz, ich habe es jetzt nicht im Kopf, ich weiß nicht, dass es auf 440 Hertz hat, aber was es sie hat, weiß ich jetzt nicht. Für diese Frequenz, sagen wir mal, die Frequenz, wäre das jetzt ein A gewesen. Hätte man für den Abstand, also naja, das wiederholt sich ja periodisch. Es könnte sich auch um eine Rechtecksquelle handeln, ist scheißegal, oder Sägezahnwelle oder irgend so scheißegal. Es geht im Wesentlichen nur um die Richtungswechsel. Um die Richtungswechsel je Zeit, die sich periodisch konstant im gleichen Abstand wiederhole. Da hätte man für 440 Hertz, hätte man dann hier den Abstand rausklamusern müssen. Das heißt, Frequenz gibt ja Anzahl Richtungswechsel. Ja. Und dann hätte man hier dadurch die entsprechende Amplitude erkannt. Ja, also das ist dann die Amplitude und das ist die Frequenz. Jetzt müssen wir durchs komplette Spektrum durchgehen. Von 0 bis 20.000 Hertz. Immer wieder. Was weiß ich? Alles durchgehen. 1 Hertz, 2 Hertz, 3 Hertz. Egal. Ja, auf jeden Fall hätte man dann irgendwann das komplette Spektrum durch und merke uns dann immer die Amplitude und dann haben wir die Amplitude. Dann können wir meinetwegen googeln, was war der lauteste Ton. Oder wir können das komplette Spektrum ausgeben. Ist scheißegal, auf jeden Fall. Es läuft zwar extrem langsam, aber es läuft theoretisch fehlerfrei. Denke ich.